So, schönen guten Abend miteinander. Ich sehe, der Raum füllt sich. Könnt ihr mir ein ganz kurzes Feedback geben im Chat, ob ihr mich auch alle gut hören könnt? Ja, das scheint alles soweit gut zu funktionieren. Super, schönen guten Abend miteinander. Die Elena von Tickmill ist da und heute haben wir ein Webinar. Wie ihr bereits wisst, bin ich heute Abend nicht alleine. Heute Abend bin ich mit dem Dirk. So, Moment. Und zwar, worum geht es heute Abend? Heute Abend geht es weiter mit dem Webinar zum Thema Stereo Trader Essentials. Das Thema, was wir heute Abend besprechen, wir hatten ja letzte Woche schon die kleine Einführung. Die könnt ihr euch auch gerne auf YouTube anschauen oder direkt auf der Tickmill-Webseite. Und heute Abend geht es um Handelsmodus, Orderaufgabe und Trade Management. Aber bevor wir mit diesem spannenden Thema loslegen, haben wir noch den kleinen Risikohinweis. Den lese ich mal geschwind vor, falls Fragen dazu aufkommen sollten, auch gerne kurz in den Chat reinschreiben. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. So, in dem Sinne kommen wir dann auch mal zum Moderator. Dirk, bist du dabei? Kannst du uns hören? Ich bin dabei und kann dich wunderbar hören, ja. Ich hoffe, du mich auch. Fantastisch. Ja, 1A, super. Dann werfe ich mal den Bildschirm rüber zu dir. So, wir mal schauen, ob das funktioniert. Ja, ich glaube, man sieht was, ne? Fantastisch, ja, wir sehen dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich sitze ja in Köln. Die Elena sitzt, glaube ich, gerade in Zypern, aber ich glaube, hier ist mindestens genauso warm. Schön, dass ihr alle da seid, trotz des schönen Wetters. Wobei, schön ist ja was anderes. Es ist ja echt schwül. Also, ich glaube, es ist auch in anderen Teilen Deutschlands so. Und, aber es soll ja noch Gewitter geben. Von daher besteht noch Hoffnung, dass das heute noch ein bisschen angenehmer wird. Aber wollen wir uns nicht beschweren, sonst ist es ja immer kalt. Jetzt ist halt mal warm. Macht ja auch generell mehr Spaß. Die Elena hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Dirk Hilger. Ich bin der Entwickler vom Stereo Trader für diejenigen, die mich nicht kennen. Und wir haben ja beim letzten Mal hat hier schon so ein bisschen Einführung gemacht, was es mit dem Stereo Trader auf sich hat. Und da haben wir auch schon gesagt, von den Funktionen oder von den Sachen, die da angesprochen wurden, da müssen wir halt einzelne Webinare zu machen, ganz klar. Und entsprechend fangen wir heute mal damit an. Und zwar geht es halt um das generelle Prinzip, also die Handelsmodi und die Orderaufgabe. Der Stereo Trader, er ist hier schon auf, wie man sieht. Er startet automatisch, sobald der Stereo Trader installiert ist und sobald man halt einen Chart öffnet. Und was wir hier haben, ist der sogenannte Stereo Future Mode. Und ich hatte es beim letzten Mal schon ein bisschen angerissen, mache das jetzt aber nochmal zur Erklärung, also was man hier sieht. Hat ja mit dem MetaTrader jetzt erstmal nicht so viel zu tun, beziehungsweise der ist natürlich zwar die Basis von dem Ganzen, aber jetzt halt, was die Positionen und Orders angeht, hat man damit im Chart und beim Handel nichts mehr zu tun, sondern man sieht halt wirklich nur den Stereo-Trader, der die Positionen und die Trades verwaltet. Und ich habe jetzt hier auch mal was vorbereitet, eben damit wir da halt auch ein bisschen Vergleichsmöglichkeit haben. Erstmal ganz unkompliziertes Beispiel. Ich bin hier im DAO Short unterwegs. Hier oben ist mein Break-Even bei 25.288. Und aber die Position bzw. der Trade besteht aus zwei verschiedenen Positionen. Man sieht es auch hier unten, hier im Terminal. Da, das ist die normale MetaTrader-Ansicht. Das heißt, hier sieht man halt die einzelnen Positionen. So, aber man differenziert im Stereo-Trader zwischen Trade und Position, weil ein Trade kann sich ja aus mehreren Positionen zusammenstellen. Weil wenn jetzt zum Beispiel wie hier mein Ziel wäre, dass der DAO bis da unten hinfallen soll, nur mal als Beispiel, dann muss ich das ja nicht zwangsläufig mit einer einzigen Position machen, sondern kann es ja auch
mit mehreren machen. Und da wird man sich aber jetzt erstmal schon wundern, weil im MetaTrader sieht das ja anders aus. Ich würde das auch mal zum Vergleich machen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich mache mal den Dow Jones nochmal auf. Ich versuche hier mal den SteroTrader zu entfernen. Ich hoffe jetzt nur, das gelingt mir, weil das ist hier, das ist eine Beta-Version, auch nicht die aktuellste. Und da kann es auch immer schon mal zu irgendwelchen Überraschungen kommen. Aber ich bin da mal guter Dinge und versuche das einfach mal. Okay, lebt noch, von daher erstmal gut. So, und die normale Ansicht ist ja die. Ob ich das hinbekomme. Show Trade Levels. Irgendwie zeigt er mir jetzt hier aber nichts, warum auch immer. Falls da jemand auf Anhieb weiß, warum nicht? Ich bin nämlich mit dem MetaTrader gar nicht so bewandert. Muss ich halt echt immer sagen. Weil er mir jetzt hier irgendwie gar keine, gar nicht den Trade irgendwie anzeigt, obwohl der hier drin ist. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber Moment mal, es geht aber auch, glaube ich, nochmal anders. Ich habe da irgendwo so eine versteckte Funktion. Versuche das einfach nochmal. So, genau, so sieht es ja eigentlich aus. Jetzt ist es natürlich leider wieder weg. So, Moment mal. Es müsste aber hier irgendwo. Ist nicht. Es gibt irgendwo eine versteckte Funktion. Ist immer gut, wenn man selber weiß, wo die sind. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht auf Anhieb. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich nämlich jetzt nicht weiß, wo man die Farben einstellt für die Trade Levels. Also ist jetzt aber vielleicht auch nicht so wichtig, das hier an der Stelle zu zeigen. Also wenn es jemand weiß, wie das auf Anhieb geht, bitte gerne einfach melden, also wie ich die halt sichtbar machen kann. Weil normalerweise schaltet es das hier oben drüber ein, über Show Trade Levels. Aber ich vermute mal, die sind einfach von der Farbe jetzt angeglichen auf das, was im Chart drin ist, und deswegen sieht man das wahrscheinlich nämlich einfach nur nicht. So, ich gebe das jetzt auch versuchen einmal. Aber hat er irgendwie keine Lust drauf. Ja, okay. Gut, wie dem auch sei, machen wir das hier nochmal zu. Also, normalerweise sieht es ja so aus, dass man halt hier dann halt für die einzelnen Positionen, ja, die wäre jetzt zum Beispiel hier an der Stelle, ich zeichne das einfach mal Hand ein, helfen uns halt so, damit man einfach mal einen Vergleich hat. So, das heißt, hier wäre jetzt normalerweise eine Teilposition und hier wäre auch noch eine Teilposition. So, und das ist halt immer generell das Problem, was man dann hat. Wenn man dann mit mehreren Teilpositionen arbeitet, verliert man eben schnell die Übersicht. Hier oben wäre auch noch das Stop-Loss und dann entsprechend auch gleich noch einer, weil es zwei Positionen sind. Und das heißt, es dauert halt immer ein bisschen, bis man überhaupt dann wirklich halt mal sieht, was man da eigentlich oder wie man überhaupt positioniert ist. Und das ist halt nicht besonders transparent. Man kann das aber dennoch im SteroTrader auch so machen, aber ich erkläre jetzt erstmal den Standard-Future-Modus und warum das hier nicht so ist. Ja, also so würde es normalerweise aussehen, hier überall diese einzelnen Linien für die einzelnen Positionen, die halt dementsprechend, was hier unten im Terminal auch angezeigt wird. So, wie gesagt, im SteroTrader ist das alles nicht so. Dort gibt es diese Linie nicht, sondern dort wird es halt im Stereo-Future-Modus wohlgemerkt zusammengefasst. Das heißt, hier wird immer der Break-Even errechnet von den Teilpositionen. Und wenn ich einen Stop-Loss bewege, und dann wird der für beide Teilpositionen bewegt. Ja, wenn man hier unten mal drauf achtet, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Stop-Loss steht jetzt bei 25.321 für beide Positionen. Sobald ich das hier ändere, ändert sich der Stop-Loss auf 25.303 für beide Positionen. Ja, das heißt, man hat halt wirklich auch immer nur, egal wie viel drin ist, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal verkaufe, ja, bin ich hier mit 9 Kontrakten Short als Beispiel, und trotzdem habe ich immer nur eine einzige Linie. Break-Even ist natürlich tiefer gerutscht, weil ich jetzt ein bisschen den schlechteren Einstiegskurs habe. Und auch hier, sobald ich Stop-Loss bewege, immer für die gesamte Positionierung passiert das Ganze. Und das hat schon mal ein entscheidender Unterschied. Ich kann es aber alternativ jetzt auch mal im SteroTrader darstellen. Und das ist so, dass es zumindest mal ähnlich wie im MetaTrader ist. Und das hier ist, wie gesagt, das ist der Stereo-Future-Modus. Das heißt, ich bearbeite immer nur den Break-Even, ja. Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier was wieder kaufe,
Ja, ich habe hier oben jetzt Positionsgröße, stelle ich einfach mal von 3 ein. Aktuell bin ich mit 9, bin ich hier short. Ich mache jetzt einfach mal 3. Das heißt, ich kaufe 3. So, und dann bin ich jetzt einfach noch mit 6 Kontrakten hier short und nicht mehr mit 9 wie gerade. Und hier unten, die einzelnen Positionen, die werden einfach nur entsprechend gemanagt von dem Stereo Trader. Das heißt, dem ist es egal, ob da jetzt einer dabei war, die 3 Euro pro Punkt hatte oder auch nicht, sondern der berechnet das entsprechend, bis es halt passt. Ja. Das ist also, wie gesagt, der Stereo Future Modus. Und das kann man hier einstellen. Man erreicht das Setup übrigens einfach mit Klick aufs Logo. Und dann gibt es hier die Abteilung Trading. Und dort kann ich den Modus wählen. Ja? Und Stereo Future ist der Standardmodus, weil es halt einfach der komfortabelste Modus ist oder der natürlich halt auch dem vom Future am nächsten ist und letzten Endes ja genau das macht, wie, also beziehungsweise vom Ergebnis und vom Handling ist es das Gleiche, wie wenn man den Future handelt oder halt eben Aktien auch an der Börse, nur mal als Beispiel. Und der Modus, also das wie gesagt Stereo Future, das ist der Standardmodus. Ja? Dort habe ich halt immer alles zusammengefasst. Noch ein bisschen mehr, da komme ich aber gleich dazu. Ich will jetzt nur mal den Vergleich zeigen zum Single Hedge zum Beispiel. Das ist der eigentliche Modus, der im MetaTrader auch normal ist. So, wird jetzt hier trotzdem ein bisschen anders dargestellt, aber man wird den Unterschied sehen. So, hier habe ich nämlich jetzt, das wäre jetzt halt MetaTrader typisch. Ja. Genau. Hier hätte ich zum Beispiel nämlich genau diese zwei Einzelpositionen, wie sie hier unten auch drin sind, natürlich ein bisschen schicker dargestellt, ein bisschen übersichtlicher. Zweimal Stop-Loss, zwei einzelne Positionen und wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch eine dazu tue, ups, ja, hatte rechts, ein Stop-Loss von 0 geht nicht, stelle es hier mal ein, zum Beispiel Stop-Loss von 10 Punkten. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch eine verkaufe, dann habe ich hier plötzlich 3 Stop-Loss, 3 Positionen und je mehr es wird, umso komplizierter wird die Geschichte. Ja? Oder wenn ich jetzt als Beispiel auch noch long gehe, dann wird das Ganze halt ganz unübersichtlich, wenn ich jetzt anfange zu hedgen. Also zum Beispiel gehe ich hier mal long. So wird es halt immer mehr und mehr. So, und irgendwann hat man halt einfach keinen Überblick mehr. Aber das ist der Standard im MetaTrader. Wie gesagt, ohne diese Labels, ohne diese Linien und die Anzeigen, aber vom Prinzip her, ja, das ist das, wie man es halt gewohnt ist, wenn man mit dem MetaTrader arbeitet. Und hier unten erscheint entsprechend alles. Und das ist halt eben im Stereo Future Modus so nicht. Aber wie man sieht, man kann den auch hier verwenden, nichtsdestotrotz. Und aber eben per Standard ist was anderes eingestellt. So, ich mache das jetzt mal eben nochmal alles weg, was ich hier nicht brauche. Okay, der ist gerade ausgestoppt worden. So, jetzt nur mal gucken, dass ich das so hinkriege. Beziehungsweise ich versuche das mal nach Möglichkeit so zu lassen, wie es ist, mit den ganzen Teilpositionen. Ich mache jetzt nur mal den Stop-Loss überall weg, weil den setzt er mir nachher wieder automatisch. So, jetzt habe ich nur noch Positionen hier drin, irgendwie 4 Stück insgesamt. Der eine hat einen Take-Profit. Wo ist der dann? Wahrscheinlich irgendwo versteckt. Moment. So, wie geht das nochmal? Also wie man sieht, ich bin wirklich wahnsinnig verwandert, was den MetaTrader angeht. Das geht doch hier unten drüber. Okay. Kann mir jemand sagen, wie ich den Take Profit hier kriege? Jörg, mach mal einen Doppelklick auf den Kurs. Auf den Take Profit Kurs, den du schon eingetragen hast. Ja. Dann kannst du den hier oben einstellen. Ich will den nochmal loswerden. Geht das überhaupt? Ja, dann kannst du den rauslöschen. Ah, okay. Gut. Nö. Will aber irgendwie, warum auch immer, nicht machen. Mach mal einen Rechtsklick rein. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal. So, hier. Okay. Nö, mag er irgendwie nicht. Egal. Machen wir einfach die Position zu. Weil ich mache das jetzt nur deswegen, weil ich kann das jetzt nicht ohne weiteres umstellen. Da gibt es nämlich eine Fehlermeldung. So, machen wir das erstmal weg.
So, jetzt habe ich hier noch drei Positionen also drin. Ja, eine habe ich jetzt irgendwie gerade geschlossen. Drei Positionen sind übrig, drei einzelne Positionen. Und das ist eben das halt, wie gesagt, wie es im MetaTrader nochmal ist. So, wenn ich das jetzt zurückschalte, ich hoffe, das gelingt jetzt. Ist immer ein bisschen Risiko verbunden, den Modus zu ändern, sollte man nicht tun, sollte man eigentlich vorher. Aber ich versuche es hier zu demonstrieren. Ich stelle jetzt wieder zurück auf Stereo Future. Ja, da kommt auch die entsprechende Warnhinweis. Nee, hat leider nicht funktioniert. Okay, das kann aber passieren. Wie gesagt, das ist auch okay, deswegen kommt auch der Hinweis. Aber, Moment. So, dann geht mal auf. Nur damit man nochmal den Unterschied trotzdem sieht. Ich mache jetzt hier mal ein paar mehr rein. So ein paar verschiedene, ja gut, das ist ein bisschen vom Abstand ein bisschen wenig, aber um das halt nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Also, das ist wie gesagt der Stereo-Future-Modus. Ich bearbeite immer nur den Break-Even. Nichts anderes, nichts sonst, ja. Und wenn ich hier zum Beispiel rechts draufklicke, ja, hier sieht man ja halt das Panel, das kann man entsprechend ein- und ausklappen. Und hier rechts gibt es ein Statistik-Panel. Das sieht dann so aus, hier oben habe ich die Pool-Statistik. Ich fahre die mal hier raus, weil mehr braucht man im Moment nicht. Und dort sieht man jetzt nämlich halt auch den Trade-GMV und den Pool-GMV, also Gewinn und Verlust. So, und was heißt das? Pool-GMV ist jetzt hier nichts anderes als das, was unten im Terminal auch angezeigt wird. Also wie gesagt, man wird das Terminal eigentlich nicht mehr brauchen. Ja? Aber trotzdem jetzt nur hier, damit man es besser versteht. Also, Pool, das ist entsprechend das, was momentan im Topf ja, sozusagen da drin ist und hat aber nicht unbedingt was zu tun mit dem Trade, beziehungsweise komme ich gleich darauf. Also nochmal, Pool, das sind alle offenen Positionen und entsprechend der Profit Loss. Der steht momentan hier bei 5 Euro ja, und das stimmt natürlich hiermit überein. So, jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Bewegung, mein lieber Dau, am liebsten nach unten. Und dann zeige ich gleich nämlich mal den Unterschied. Und dann machen wir es mal anders. Solange sich hier nichts bewegt, kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also hier oben einmal haben wir die Anzeige von Trade-GMV, beziehungsweise dem Pool. Ich sehe halt hier auch nochmal den Mittelwert. Ja, das ist also der Break-Even, also der Durchschnittseinstiegspreis, Einstiegskurs. Ja, also nichts anderes als das, was diese Linie halt auch zeigt. Ich sehe hier mein Volumen. Ich bin momentan mit 11 Kontrakten short, deswegen steht da minus 11. Und mir wird angezeigt, wie hoch mein Risiko ist, wie gesagt, von allen zusammen. Und entsprechend halt, wer würde mein Take Profit jetzt sitzen, würde ich auch hier noch entsprechend meinen potenziellen Profit sehen. Ich mache das einfach mal, setze den mal hier hin. Ja, und dann steht jetzt hier, ich hoffe, wie gesagt, man kann das erkennen, Risiko 385 Euro und möglicher Profit 512 Euro. Hier die Anzeige von der Ausrichtung ist einfach nur, damit man sofort sieht, alles klar, ich bin short. Ja, also wenn man mehrere Charts auf hat, gibt auch noch einen anderen Grund, aber eins nach dem anderen. Und man sieht auch diese ganzen Informationen, sieht man auch einfach, wenn man hier die Maus zum Beispiel drüber hält, ja, da kommt halt so ein Fähnchen, da steht halt auch dann Short Trade, der Kurs, Positionsgröße und so weiter und so fort. Wobei hier muss ich dazu sagen, das ist in der Version 2.0, das ist alles ein bisschen ausführlicher. In der Version, die jetzt momentan draußen ist, ist es ein bisschen reduzierter. Auch vom Prinzip her ist es das Gleiche. Immer wenn man irgendwo die Maus drüber hält, kriegt man die entsprechenden Informationen. Hier sieht man halt auch zum Beispiel Stop-Loss. Sehe ich halt hier meinen Kurs von meinem Stop-Loss. 41 Punkte und das Risiko auch prozentual eben auf das Konto bezogen. Wäre jetzt hier an der Stelle 3% bzw. 3,4% und hier unten der Profit wäre bei 4,51%. Und das kann man auch alles, da kommt man auch dahinter, da muss man einfach sich ein bisschen mit befassen, kann das auch alles umstellen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier einfach die Anzeige, geht das in der Version schon, ja, hier in Punkte ändern. Ich bin jetzt hier 7,5 Punkte, wird auch hier angezeigt, momentan minus 7,5 mit der Position oder eben halt auch prozentual minus 0,8%. Prozentual unterwegs. Das heißt, das hier zeigt mir eigentlich immer halt, wo ich gerade stehe, also über meine aktuelle Positionierung, nicht über die einzelne Position, ja, wie sie hier unten drin sind, weil bis man dann da durchgestiegen ist, das kann schon mal dauern, vor allen Dingen, wenn man mehrere Instrumente gleichzeitig handelt, dann wird es schon mal ganz schnell unübersichtlich, und bis man dann halt wirklich verstanden hat, was eigentlich los ist, ist es vielleicht schon zu spät. Und hier sieht man es halt einfach immer ganz transparent,
Und ich kann auch jederzeit Positionen wegtun oder dazufügen. Ja, und da sehen wir jetzt auch gleich mal den Unterschied vom Profit zum Loss. Aber ich warte hier noch kurz ein bisschen Bewegung ab. Ein bisschen was sollte schon noch passieren. Und also das, wie gesagt, das ist die Statistik jetzt erstmal. Die Bedienung, ja, hier, das sieht man auch schon, hier steht in diesem Panel steht Pool. Das heißt, damit steuere ich letzten Endes alles, was in meinem Pool drin ist. Ja, also alles das, was jetzt aktuell hier im DAO offen ist, das läuft alles über den Pool. Ja. Und hier sieht man ja auch entsprechend Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, Trailing-Beginn, Trail-Abstand. Ja, also die wesentlichen Geschichten sind halt entsprechend Stop-Loss und Take-Profit. Und hier sieht man auch direkt auf einen Blick, okay, Stop-Loss ist aktiviert, Take-Profit ist aktiviert. Und kann ich halt entweder hier über diese Buttons einfach dann ein- und ausschalten, da sieht man, die Linie unten ist jetzt wieder weg, oder auch wieder dazu tun, oder ich mache es hier über die Linie und kann die hier auch entsprechend einfach wegklicken oder halt auch nochmal jederzeit dazu tun. Ja. Und wir haben gesehen, ich passe dazu einfach hier, klicke auf den Break-Even, ziehe das einfach hier runter, dann habe ich da entsprechend den Take-Profit. Das gleiche funktioniert natürlich mit dem Stop-Loss. Ja. Einfach hier draufziehen und dann habe ich einen Stop-Loss. Und wie man sieht, das synchronisiert, sobald also hier die Linie da ist, auch entsprechend hier die Anzeige da. Ja. Und so steuere ich halt immer mit diesem Panel letzten Endes meinen Trade, der sich im Pool befindet, also die Positionen, die sich im Pool befinden. Ich kann natürlich auch hier unten nach wie vor, wenn ich der Meinung bin, okay, das hier ist mir lieber irgendwie da unten einzelne Positionen auch mal irgendwie wieder aufzulösen, dann macht man das entsprechend hier unten drüber. Das geht genauso, ja, wenn ich jetzt würde sagen, okay, mir ist das Risiko hier zu groß, ich nehme halt irgendwie die hier raus, diese Einzelposition hier mit 3, dann kann ich hier einfach draufklicken und dann ist die halt weg. Ja. Und dann sieht man hier, wird es entsprechend angepasst. Der Break-Even ist jetzt woanders und die goldene Linie ist auch aber leider erst in der Version 2.0, aber die kommt wirklich in schätzungsweise 2 Wochen, von daher kann man das jetzt ruhig schon zeigen. Also die wird nicht da sein, aber hier oben, und das ist das, was es mit dem Trade GNV auf sich hat, das ist nichts anderes als das, was hier oben drin steht. Das hier einfach nur mal zusätzlich mit einer Linie visualisiert, weil, also wie man sieht, Pool GNV, ja, hier mit minus 160 Euro, ja, alles gut, schön, aber ein Trade liegt momentan mit minus 211 Euro rum, weil ich jetzt hier einen Teil im Verlust aufgelöst habe. Und wenn ich das Ganze hier als Trade betrachte und nicht nur jetzt die einzelnen Positionen, muss ich das ja fairerweise einrechnen, beziehungsweise das macht einfach der Stereo-Trader an der Stelle, der rechnet das ein und sagt mir immer, wo mein gesamter Trade steht und nicht nur die Positionen, weil es ist ja völlig egal. Ja. Also wenn ich jetzt hier nur mal als Beispiel, ich hoffe, das gelingt jetzt, wenn ich jetzt hier als Beispiel nochmal eine Position dazugebe, ich betreibe das hier gerade ein bisschen mit den Positionsgrößen, sehe ich, aber ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Weil eigentlich wäre es anders, weil ja vorhin, ich habe ja vorhin was manuell geschlossen, das ist hier nicht mitgerechnet worden, weil ich ja zwischendurch den Modus gewechselt habe. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier was dazugebe, sieht man ja auch, rutscht mein Break-Even von meinen Positionen im Pool dann natürlich entsprechend hoch. Klar, weil ich habe jetzt ja oben halt, ich habe ja meinen Mittelwert sozusagen jetzt ein Stück weit nach oben schieben können an der Stelle. Und so kann ich halt den ganzen Trade managen. Ich kann eine Position sozusagen skalieren, so nennt man dieses Prinzip ja, und nicht einfach immer nur stupide an einer Stelle rein und da raus. Das ist nicht böse gemeint, wenn ich sage stupide, sondern halt einfach eher im Sinne von, weil es ja das Normale, das Einfache ist, sondern man kann halt eben einen Trade so auch managen. Ja? Wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat, weiß ich nicht, mehrere Reaktionspunkte, ich sage, ja, da würde ich eigentlich eher nochmal short gehen und hier und da unten würde ich eher was auflösen. Und dann kann man das genauso lange machen mit eben Teilpositionen, bis man halt eben dann halt irgendwo sein Ziel erreicht hat. Sei es jetzt vom Kurs oder von dem, was man dann halt im Ergebnis haben möchte oder natürlich halt auch
bis der maximal akzeptable Verlust erreicht ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig immer. Das ist natürlich alles kein Hexenwerk. Sein Risiko muss man natürlich trotzdem im Auge behalten. Aber das macht es halt, wenn man zum Beispiel halt mit mehreren Positionen arbeitet, wie ich das gerne mache. Und dann hat man so halt einfach die Möglichkeit, wirklich so einen Trade komplett zu steuern. Ja. Man muss sich dann nicht mit den einzelnen Geschichten herumschlagen, mit den einzelnen Positionen, sondern hat eben immer das Ganze im Blick. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon vorgeführt, dann habe ich es auch so gemacht. Das wäre in der Erklärung auch erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Aber wie man sieht, hier am Kontostand, seit jetzt im Konto hier nichts mehr passiert, das Ganze ist ja aufgegangen, trotz allem. Und halt eben durch diese Skaliererei halt, ja. Und aber hier geht es ja hauptsächlich erstmal um die Erklärung, was hat es damit auf sich mit dem Panel, also hier mit dem Pool, und was passiert dort, was steuere ich überhaupt dort? Also wie gesagt, das Pool-Panel, das man übrigens auch rausfahren kann, wie alles andere auch, damit manage ich meine offenen Positionen, also meine Positionen in meinem Pool. Ja, ich glaube, das kann man sich auch ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist mit Pool. Also der Topf einfach, wo alles drin ist. Und die Order-Aufgabe, ich glaube, man hat es ja schon so ein bisschen gesehen. Ich lasse das jetzt hier erstmal für den Moment auf, weil ich halt hier nochmal versuchen will, die Trade GMV nochmal ein bisschen schöner zu erklären. Mit der Order-Aufgabe, das ist völlig einfach. Man wählt hier oben seine Positionsgröße aus. 1, 2, 3, 7 bis 50 ist hier voreingestellt. Man kann das auch alles auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und entsprechend, um jetzt, wie ich es halt gemacht habe, Market Short zu gehen, was dann in dem Fall eine Position öffnet, klickt man halt einfach. Hier oben links ist Kaufen, rechts ist Verkaufen. So, und jetzt kommt er hier ein bisschen runter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, an der Stelle, naja, ich bin ja jetzt aktuell, sieht man hier wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich zu klein, mit 13 Euro oder mit 13 Kontrakten Short. Und ich sage, gut, ich verkleinere die Position um was auch immer, ja, sagen wir mal 4, weil wir haben keine mit 4, sondern wir haben hier unten nur 5, 3, 5. So, völlig egal. Dann wähle ich mir hier meine 4 aus und kaufe. Zack. So. Und jetzt habe ich dann plötzlich, das ist hier ein bisschen verdeckt, jetzt bin ich noch mit 9 Kontrakten Short. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann hier einfach völlig frei die Position skalieren. Und man muss sich überhaupt nicht Gedanken drum machen, wo die Einzelnen sitzen, weil man sieht ja hier überall so kleine Rechtecke. Das werde ich gleich nochmal erklären. Aber diese kleinen Quadrate, das sind diese einzelnen Positionen hier unten. Eigentlich ist es halt gar nicht wichtig, wo diese Quadrate wirklich sitzen oder was ich hier in Teilen rein oder rausgebe. Entscheidend ist ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ja nur der gesamte Trade. Ja, auch wenn der jetzt hier zum Beispiel nochmal hochläuft, kann ich hier oben nochmal zum Beispiel einen Short reingeben und nochmal auflösen. Und so kann ich halt ganz bequem mit einzelnen Positionen im Stereo Future Modus meinen Trade entsprechend managen. Und jetzt sieht man auch hier schon wieder einen kleinen Unterschied. Meine Trade GMV, um hier nochmal darauf zurückzukommen. Ja klar, muss jetzt natürlich erstmal hoch hier. Wenn es so short aussieht, kann es ja nicht funktionieren. Aber jetzt haben wir hier schon eine ganz andere Zahl. Vorhin war es irgendwie eine Differenz, glaube ich, von 40 Euro, 60 Euro. Und jetzt sind es plötzlich, ist genau umgedreht. Jetzt bin ich hier in meiner Trade GMV, stehe ich schon besser als in meiner Pool GMV. Weil ich habe ja gerade, als hier runtergekommen ist, meine Position verkleinert und im Endeffekt das, was ich da oben reingegeben habe, zum Teil dann halt wiederum aufgelöst. Sorry. Manche kennen es vielleicht, dass man Positionen, es gibt halt auch diverse Tools dafür, irgendwie teilauflösen kann und muss man irgendwie 1000 Sachen eingeben und klicken. Darüber muss man sich hier einfach überhaupt keine Gedanken machen, ja? Sondern ich muss immer nur wissen, wo stehe ich gerade. So, ich bin mit minus 9 Kontrakten short. Wird auch hier angezeigt, ist nur eben gerade verdeckt hier. Und hier steht es, bin mit 9 Kontrakten short. Und mir ist völlig wurscht, wie sich diese 9 Kontrakte da an der Stelle zusammensetzen. Das ist mir, muss ich mich überhaupt gar nicht mit befassen. Ja, ich muss nur wissen, so viel ist es. Und wenn ich jetzt
Teil auflösen will, also ich habe zum Beispiel, der normale Weg wäre der, sagen, ja, ich habe hier irgendwie 5, ja, da würde ich mal irgendwie 2 von den 5 von der Position rausgeben, muss man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen, wo die Position ist oder wie auch immer, wenn ich hier mit 9 Kontrakten short bin, wie jetzt in dem Fall, und sage, na, ich möchte aber eigentlich nur 7, mir ist 9 zu viel, warum auch immer, dann wähle ich hier meine 2 aus und gehe auf Kaufen, dann hat sich das. Ja. Und den Rest macht entsprechend der Stereo-Trader, der verrechnet das schon so mit den vorhandenen Positionen, dass es halt passt. Ja, also eine völlig bequeme und behaupte ich halt auch mal transparente Geschichte, um halt eben genau solche Geschichten wie hier jetzt zu managen. Okay, wenn da Fragen sind, ja, bitte einfach einwerfen. Also wenn halt hier sind ja doch mit Sicherheit auch einige Neulinge dabei. Weil es ist ja vielleicht erstmal für den einen oder anderen, der jetzt zum Beispiel nur mit dem MetaTrader arbeitet, für den ist das erstmal völlig fremd, ja. Und der kennt das ja so gar nicht. Wohingegen, wenn jemand mit Futures halt normalerweise handelt, für den ist es halt ganz normal, ja. Vielleicht zwar auch nicht so komfortabel, behaupte ich mal, wenn man da auch immer irgendwo eine Excel-Tabelle daneben haben muss und dann irgendwo mitschreiben, wann bin ich überhaupt wo, mit wie vielen Reihen raus, wo stehe ich denn gerade? Und das geht halt hier alles komplett automatisch. Also muss ich nicht drüber nachdenken, sondern das geht ganz von selbst. So, also wie gesagt, generell Positionen aufgeben oder beziehungsweise genau Positionen aufgeben für einen Trade, ob es den jetzt schon gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Hier oben die Ordergröße auswählen, links kaufen, rechts verkaufen. So, Stop Loss und Take Profit kann man hier einstellen, entweder vorher oder nachher. Das spielt keine Rolle und kann ich natürlich jederzeit ganz bequem auch verändern. Ja, jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, da soll er jetzt nicht mehr drüber, hier wäre sinniger. Und deswegen packe ich den an der Stelle erstmal dahin. Ja, ich denke mal, das ist soweit erstmal verständlich an der Stelle. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel andersherum, wenn ich jetzt halt sage, okay, ich will halt glatt stellen, kann man sich schon denken, hier gibt es ja halt auch entsprechend noch ein paar Knöpfe mehr. Hier ist Reset und Flat. Hier auf Deutsch heißt es glatt. Das klingt ein bisschen komisch, finde ich. Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes als glatt stellen. Der Unterschied ist nur der, das werde ich gleich noch zeigen. Oder beziehungsweise, ich kann es auch jetzt machen. Ich jetzt zum Beispiel halt noch irgendwelche Orders drin habe, ja, zum Beispiel sagen wir, hier unten ist eine Long Order, 2 Long Orders, hier oben ist noch irgendwie eine Short und so weiter. Und wenn ich auf Reset klicke, dann stellt er mir nicht nur die Position glatt, sondern wirft mir auch gleichzeitig alle Orders raus, ja. Und glattstellen heißt einfach nur die Position glattstellen. Und können wir gleich mal gucken. Vielleicht schnappt er sich den ja dann noch, ohne dass ich da oben ausgestoppt werde. Gucken. Könnte funktionieren. So, jetzt haben wir 34. Die 5 Minuten sind um. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Impuls nach unten oder auch nicht. Und zwar nicht mehr erwischt da oben, aber ist ja nicht schlimm. So. Dann kommen wir runter, mein lieber Lau. So, ja, wenn ich jetzt hier auf Glatt stellen oder auf Reset, als Beispiel, dann wird man sehen, da verschwinden gleichzeitig auch alle Orders. Zack. Ja, so, jetzt ist die Position glattgestellt, also alle Positionen, der Trade ist glattgestellt. Das ist ja, wie gesagt, ein Unterschied, es waren ja mehrere Teilpositionen und gleichzeitig alle Orders gelöscht. Und gilt entsprechend auch, wenn ich zum Beispiel jetzt hier nur Orders drin habe, zum Beispiel unten bei Limits, geht mit einem Klick hier übers Lineal oder auch halt oben Sell Limit, ja, oder auch Sell Stop, wäre dann halt hier drunter. Das heißt, entsprechend, wenn er jetzt hier hinkommt, bin ich halt Short gefüllt und unten entsprechend Long. Ja. Wobei, sage ich gleich auch noch was dazu. Ich habe nur gesagt, der Dow, der muss so ein bisschen mitspielen, damit ich das hier auch live zeigen kann, dass es funktioniert. Also wie gesagt, Orderaufgabe, einfach hier draufklicken. Wenn man sagt, die ganzen Short-Orders will ich eigentlich gar nicht, mach mal weg. Ja, das ging jetzt, glaube ich, ein bisschen schnell.
gibt's hier so ein rotes X und damit lösche ich alle Short Orders. Und umgekehrt mit bei dem blauen X lösche ich alle Buy Orders. Ja. Oder kann sie natürlich halt auch ganz klar hier einfach über das Klick, über das X hier per Klick steht auch dabei, Close Position. Sollte auch eigentlich auf Deutsch stehen, okay. Und kann man einfach hier dann entsprechend wegmachen. Einzeln natürlich halt auch. Ja. Und kann die natürlich auch jederzeit schieben und so weiter. Da hat gerade jemand gefragt, okay, war ich jetzt ein bisschen spät, welche Positionen werden geschlossen, zum Beispiel beim jetzigen Kauf, alte oder neue? Ja, alle, ja. Also, weil es ist ja immer ein Pool. Und ich gehe hier nochmal short an der Stelle. Und ich will das ein bisschen höher. Ja, das bezieht sich ja immer auf den Pool. Das heißt, also, ich bin jetzt hier jetzt nochmal mit 7 Kontrakten short unterwegs an der Stelle. Und entsprechend, wenn ich hier Klatschstellen drücke, ja, dann ist alles, was im Pool, ja, Pool ist eben das, was zu diesem Chart gehört, fliegt dann alles raus. So, jetzt kriegen wir vielleicht hier noch ein anderes Beispiel. Ich muss hier mich ein bisschen dem Kurstempo anpassen. Hier unten ist jetzt 5 Kontrakte long. Ja, ich bin mit 7 Kontrakten short. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier unten mein Buy-Limit gefüllt bekomme, das ist gerade so ein schäbiger EMA, dann bedeutet das nicht, dass ich an der Stelle plötzlich long und short bin, sondern, ach komm jetzt, das ist jetzt ein bisschen gemein, jetzt gehen wir kurz drüber. Na komm schon. Einen Tipp wirst du mir hier geben, oder? Ja, komm schon. Ja, ist wie im echten Handel, ne? Er weigert sich jetzt erstmal. Na, vielleicht macht es ja. Bin ich mal was genau umgekehrt. Also, im Normalfall wäre ja der, wenn hier unten der Buy Limit liegt, wäre ich ja hier normalerweise plötzlich damit 5 Kontrakten long. Jetzt bin ich aber hier mit 7 short. So, und die ist jetzt gefüllt worden. Was sieht man? Ich bin nicht long, sondern mein Short ist um 5 reduziert worden. Ja. Und das hat auch einen erheblichen Unterschied zum normalen MetaTrader-Handel. Das heißt, ich bin nicht hier plötzlich long und short. Ich kann diesen Modus auch nutzen, sage ich immer wieder dazu, sondern ich bin halt jetzt hier einfach, habe sozusagen einen Teil-Take-Profit jetzt gemacht mit dieser Long-Order. So, und so ist es halt im Future-Modus halt auch absolut üblich, ja, dass ich halt eben immer verrechne. Ja, und deswegen ist das auch der Stereo-Future-Modus. Und der eine oder andere kennt es vielleicht halt auch von MetaTrader 5. Dort hat man ja irgendwie lange gesagt, ja, kann ich mir hedgen? Kann man hier alles machen, ja. Also, aber man kann eben auch hier im MetaTrader 4 verrechnen. Also Netting Account, so heißt es ja halt im Fachjargon. Das heißt also, die Positionen werden saldiert, miteinander verrechnet. Und deswegen bin ich jetzt hier aus meiner Short-Position, habe ich die einfach nur reduziert an der Stelle. Ja, und bin nicht etwa plötzlich long, was ich auch gar nicht wollte. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel auch sehr schön, ich habe hier meine Statistik. Dort steht zum Beispiel jetzt hier die Trade G&V. Ja, steht bei 139, mein Pool bei etwa 40. Ja, das heißt, das ist das, was noch drin ist. Interessiert mich aber ja gar nicht. Ja, sondern da unten, das ist ja egal. Aber mein ganzer Trade, der liegt jetzt 145 Euro vorne. Und das ist das Entscheidende. Und das wird hier zum Beispiel jetzt auch nochmal angezeigt. Hier oben ist nochmal die goldene Linie. Das heißt, zum Beispiel ein Stop-Loss, ja. Ich hoffe, es geht nicht zu schnell. Aber ich könnte meinen Stop-Loss bis hierher ziehen und ab da oben wäre mein gesamter Trade erst im Verlust. Ja. Hier, das ist nur der Rest, der noch drin ist. Aber der Stereo-Trader rechnet das aus und er sagt eben ganz genau, okay, so, das ist jetzt mittlerweile aufgelöst worden, irgendwie im Profit. Das wird natürlich verrechnet mit dem ganzen Trade. Und wenn er jetzt zurückläuft, ja, wenn ich jetzt wie hier einen Teilverkauf gemacht habe oder Teilkauf, ich bin ja short, wollen jetzt aber hier mal nicht so kleinig sein, und dann behalte ich so einfach immer wunderbar den Überblick und weiß genau,
bis wohin das Ding halt kommen darf. Ja? Und wenn ich zum Beispiel meinen Stop-Loss dann halt hier hinsetze und weiß ich ganz genau, bis da oben hin habe ich noch Platz. Ja? Und da sehe ich halt auch schon visuell, wenn der, selbst wenn der bis hierher zurückkommt, ja, dann habe ich immer noch 2/3 meines Profits, der bis hierhin gelaufen ist, immer noch drin. Ja? Und das ist halt, finde ich, extrem hilfreich, wenn man, wie ich es ja gerade gezeigt hat, gezeigt habe, mit skalierten Positionen arbeitet. Und nochmal, wenn man sagt, okay, ich will schließen oder ich zeige mal ganz kurz noch was anderes oder was nach dem anderen, wenn ich schließen will, entweder Reset, dann sind gleichzeitig meine ganzen Orders weg oder ich gehe auf Glattstellen und dann ist nur die Position zu. Ja? So, wenn wir hier gerade schon dabei sind, dass es schön läuft, kann ich mal ganz kurz noch was anderes zeigen. Hier gibt es ja, hat man vorhin ja schon gesehen, Trading Stop, Trading Beginn und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel jetzt hier mir einen Trading Stop auswählen. Also gibt es verschiedene Modi für die Trading Stops. Ich nehme jetzt meinen hier, der für Scalping gedacht ist. Dazu kommen wir mal im Detail, kommen wir da auch ein andermal drauf, was es mit denen auf sich hat. Nur um das hier mal eben zu zeigen. So, da steht jetzt TA12. Wie gesagt, was das dann halt genau ist, ist eigentlich jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Und aber entscheidend ist halt hier das Ding, das sagt mir, obwohl ein Trail zum Beispiel einsetzen darf. Ja. Aber nur wenn der Trail aktiviert ist, ist er nicht. Dazu müsste ich halt hier dieses TRL auswählen. Hier ist ein Trailing-Abstand von 5 Punkten. Das würde bedeuten, wenn er jetzt nochmal hier runterkommt und dann würde halt zum Beispiel meine Position mit einem Abstand von 5 Punkten getrailt werden. Das kann ich jetzt aber hier einfach forcieren, indem ich das Ding hier einfach hochziehe. So, sagen wir mal, der wäre jetzt drüber gelaufen und dann wird man sehen, dass ich da ein bisschen eng unterwegs war. Moment, das ist noch ein bisschen größer hier. So, das gelingt. Ne? Sind wir noch alle da? Und bei mir ist hier gerade die Uhr stehen geblieben, warum auch immer. Hallo? Ah, okay. Das war irgendwie ein kurzer Booster. So, jetzt sehen wir es hier. Der Trailing Stop hängt jetzt hier dran. Das ist jetzt vielleicht kein schönes Beispiel, weil es ja scheinbar erstmal hochkommt. Aber wenn der jetzt halt nochmal zum Beispiel runterrutscht, ich muss ja nicht zwangsläufig glattstellen oder Take Profit nutzen, sondern kann ja auch sagen, okay, ich mache das Ganze im Trading Stop halt zum Beispiel. Aber wie gesagt, hier glaube ich, dass der nochmal hier bis oben hingeht. Von daher ist das jetzt nicht so ein schönes Beispiel möglicherweise. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen kurzen Zug nach unten. Und dann würden wir das zum Beispiel sehen. So, jetzt hört natürlich genau hier die Wohler auf. Das ist ja immer so, wenn man was vorführen möchte. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, alles andere, was ich gezeigt habe, war ja schon jetzt nicht so Vorführeffekt belastet. So, lassen wir den hier mal kurz, bis er sich bewegt. Zeige ich kurz, nämlich noch was anderes. So, hier ist nämlich zum Beispiel meine Statistik, die Session-Statistik. Man, hier tut sich jetzt aber was. Da kommt da auch. Jetzt haben wir hier ein paar Punkte kurz runtergehen können. So, dann sieht man, ja, jetzt hier zum Beispiel diesen Trading Stop. Der ist halt, wie gesagt, aber hauptsächlich halt für Scalping gedacht. Der klemmt sich halt ganz nett an kurze, schnelle Schwünge halt dran, ohne dass man halt gleich rausfliegt und auch sehr, sehr eng am Kurs. Aber klar, ein bisschen Wohler brauche ich natürlich. Die sind hier gerade irgendwie sehr dauer eingeschlafen. Und mal gucken. Aber wie gesagt, würde jetzt einen Sprung runter machen, könnte man das ganz gut sehen. Ist aber jetzt auch nur als Beispiel, weil heißt ja halt einfach nur, ja, dass ich hier drüber, um das nochmal zu verdeutlichen, da steuere ich das, was ein Pool ist. Hier ist jetzt zwar nur noch eine Position im Pool, also zwei Kontrakte halt noch, aber wenn jetzt hier irgendwie 20 Positionen, ja, würde der Trading Stop auch entsprechend alle 20 Positionen logischerweise halt managen, ja, und nicht nur diese eine. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man halt eben so ein bisschen komplexeren Trade hat, der sich aus mehreren Teilpositionen zusammensetzt.
So, und hier Statistik hatte ich gerade schon mal aufgemacht. Ja, sieht man halt hier. Okay, jetzt bin ich raus. Man sieht also in Echtzeit, ja, was ich da gerade tue. Also das ist zum Beispiel das Ergebnis, was ich jetzt hier bisher gemacht habe, seit ich hier mit dem Webinar angefangen habe, beziehungsweise eigentlich erst seit ich den Modus hier umgestellt habe. Und zum Beispiel würde ich jetzt hier nochmal sagen, okay, ich gehe nochmal short, ist wahrscheinlich ein bisschen früh, aber ist egal. So, können wir mal einen Verlust machen. So, dann sieht man halt hier sofort, ja, in Echtzeit bewegt sich halt die Kurve da oben auch mit. Ja, also das heißt hier momentan entsprechend mal kurz im Minus, deswegen biegt sie sich halt nach unten und würde jetzt entsprechend hier runterkommen, dann würde sich das Ganze auch nochmal nach oben bewegen. So hat man halt nochmal zusätzlich eben noch eine Kontrolle, einfach visuell, ja, ohne dass man halt irgendwie rechnen muss oder halt irgendwie sonst wo großartige Grafiken oder Auswertungen erstellen muss. Sehr einfach in Echtzeit, wo stehe ich, ja. Und man hat ja halt auch, wir alle kennen das, zum Beispiel Overtrading, ja. Das heißt, alle vielleicht nicht, aber es läuft zum Beispiel mal irgendwie die Hälfte vom Tag gut und dann plötzlich wird irgendwie alles anders. Ja. Und das sieht man halt hier an so einer Kurve eigentlich recht gut. Oh, ich bin irgendwie gerade dabei, also so irgendwie nochmal irgendwie einen Großteil von dem, was ich schon realisiert habe, hier gerade nochmal irgendwie kaputt zu machen. Und so sieht man es halt einfach visuell. Ja. Also hier sitzt es halt noch nicht rot, würde die jetzt hier runtergeben, würde die sogar noch rot werden. Aber so sieht man halt einfach, wo man tatsächlich gerade steht. Oder wenn es halt irgendwie ein paar mehr Trades sind, hat man natürlich halt auch hier eine schöne Grafik. Und sieht dann halt insgesamt halt auch, kann man visuell viel besser erfassen, was man da gemacht hat. Es gibt ja im MetaTrader natürlich auch die Auswertung, aber das Problem dort ist halt einfach, wie gesagt, zwar ein bisschen früh, noch gesagt, der geht wahrscheinlich hier oben hin. Aber im MetaTrader gibt es ja halt auch Auswertungsmöglichkeiten. Das Problem ist dort aber immer, dass ich dort natürlich alle Trades von allen Instrumenten halt miteinander vermischt habe. Also wäre ich jetzt halt irgendwie hier noch im Euro, Gold, DAX und weiß ich nicht was, wo unterwegs, ja, habe ich ja keinen Überblick drüber. Ich sehe ja nicht, welche Strategie wo überhaupt vernünftig funktioniert. Ja. Und hier sehe ich es halt immer nicht nur auf das Instrument bezogen, sondern ich kann es sogar noch differenzieren mit Strategien. Ich könnte zum Beispiel sagen, na, hier ist irgendwie Dow Scalping und eine andere Strategie, die ich übrigens auch gleichzeitig handeln kann, wäre dann zum Beispiel halt Dow Swing. Ja? Und so sehe ich es halt wirklich pro Strategie, pro Instrument sehe ich halt ganz genau meine Zahlen. Ja? Das hier irgendwie auch mal kurz, wenn es schon auf ist, mal kurz zu erklären, ohne dass es jetzt hier zu viel wird auf einmal. Ich sehe aber hier zum Beispiel halt, das ist wahrscheinlich klein, ne? Ich glaube, man kann es nicht erkennen. Ich kann das mal versuchen, ein bisschen größer zu machen. Das Layout mal umstellen. Ich stelle einfach mal auf Huge. Also, jetzt kann man auch alles anpassen. So, vielleicht geht es hier schon ein bisschen besser. So, und dann sieht man hier zum Beispiel, so, das war jetzt mein letzter Trade, irgendwie 0,8%. Mein Zeitraum, das heißt, ich kann hier mehrere Zeiträume auswählen, halt auch, ich bin jetzt hier nur bei Session. Und entsprechend halt hier sehe ich im Zeitraum halt zum Beispiel halt, also meine Session, angenommen, ich habe jetzt hier gestern auf Reset gedrückt, dann begann gestern die Session und in dem Zeitraum, heute begann die jetzt hier mit dem Webinar, 72 Euro plus 0,64%. So, das halt hier nochmal in ganzen Zahlen, also 72 Euro. Dann halt hier Rendite, mein Drawdown, meine Trefferquote, mein Profit Factor. Dann halt hier die Gewinnserie, Verlustserie, durchschnittlicher Gewinner und durchschnittlicher Verlierer. Also alles, was man halt eben an Zahlen braucht, um seine Statistik auch bewerten zu können. Ja. Und ganz wichtig finde ich, wenn man halt wirklich professionell handeln will und diszipliniert, und dann gehört es halt einfach dazu, dass man seine Zahlen kennt. Und so kann ich halt ganz genau differenzieren, welche Strategie in welchem Instrument funktioniert. Ja, aber ich will das jetzt hier nicht allzu weit ausufern heute, sonst wird es ein bisschen viel. Es soll ja erstmal nur um das Thema gehen, wie kriege ich eine Position rein und wie
kriege ich sie raus und wie manage ich sie? Gehört natürlich dazu, ganz klar. Aber wie gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Webinar-Thema, und wo es darum geht, Strategien zu testen, ja? Also manuell zu testen. Nicht nur irgendwie im laufenden Trade, sondern eben auch in der Vergangenheit. Also, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Setup erreicht man hier oben drüber. Ich lasse das jetzt einfach mal so groß, damit man auch ein bisschen was erkennen kann. Und bei Trading wähle ich das Handelsmodell. Das ist halt der Stereo Future Modus. Der ist voreingestellt. Ja, es gibt noch ein paar andere. Und Single Hedge haben wir kennengelernt, beziehungsweise ist der normale MetaTrader Modus. Single Net ist ähnlich dem MetaTrader Modus, kann aber auch verrechnen. Ja. Und Stereo Futures, den wir haben, und Stereo Hedge, weiß ich nicht, ob ich jetzt darauf eingehen soll, nicht, dass es halt zu viel wird, ansonsten machen wir das irgendwie ein andermal nochmal separat. Also, bei mir ist erstmal wichtig hier, Stereo Future Modus, das ist der, der die ganzen Geschichten verrechnen kann. Und hier kann ich noch so ein paar Sachen voreinstellen, initialer Stop Loss und Take Profit, das heißt einfach nur, sobald ich flat bin, sobald also nichts mehr auf ist, wird einfach nur Stop Loss und Take Profit auf diese Werte zurückgestellt. Ja? So, ich kann auch hier noch andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel den Spread einschränken. Ich kann sagen, was weiß ich, wenn der Spread 8 Punkte ist, zum Beispiel Overnight im DAX oder so, nicht, dass dann auf die Idee kommt, irgendwas zu handeln. Ja? Und das kann man halt zum Beispiel halt auch machen. Und ansonsten war jetzt hier noch irgendwas wichtig. Ich glaube, jetzt erstmal nicht. Ein Layout kann man jetzt noch Farben so weiter stellen. Ich habe jetzt hier nur gerade die Größe verstellt, aber wie gesagt, da kann man sich einfach mal in Ruhe mit befassen und einfach ein bisschen rumklicken. So schnell macht man nichts kaputt. So, und das heißt, also Stereo Future Modus. Nochmal, einfach Klick aufs Logo, geht auf und zu an der Stelle. Und wenn ich eine Position zum Beispiel Short Trade machen möchte, hier oben einfach die Positionsgröße auswählen. Ich kann es natürlich auch hier manuell eintragen, ja. Aber hier über die Buttons geht natürlich ein bisschen bequemer. Jetzt hier Short so gut, das weiß ich nicht. Egal, ich mache das trotzdem mal. Rechts verkaufen, links kaufen. Einfach die Maus an der Stelle loslassen, wo man möchte. Das sieht auch hier, wird auch immer der Spread gleichzeitig aktualisiert. Ja, zack. Und drin bin ich. Ja, wie gesagt, Short ist, glaube ich, nicht so gut an der Stelle. Das dachte ich mir schon. Bewerte sich direkt mal. So, das sieht hier ein bisschen hässlich aus, weil es alles so groß ist. Aber ist okay. So, und wenn ich, und umgekehrt, wenn ich halt Positionen verkleinern möchte, ist jetzt hier, bin jetzt hier halt einfach nur Short, weil der Dow insgesamt halt Short unterwegs ist heute, beziehungsweise jetzt zumindest mal aktuell. Deswegen bin ich jetzt hier nicht unbedingt Long. So, wenn ich aber umgekehrt eine Position verkleinern möchte oder auch vergrößern, und ich jetzt bin mit 5 Kontrakten Short, und ich sage, nö, reicht nicht, ich will noch 2 mehr, einfach 2 auswählen, und nochmal verkaufen. Stop-Loss wird immer sofort gesetzt, ja, hat man gesehen. War halt eben voreingestellt. Und es ist nicht wie beim Beta-Trader, dass man den Stop-Loss vorher mitgibt und da in Zahlenwerten einstellt, sondern ich sage halt einfach weg. Ich sage ganz einfach, hier ist meine Voreinstellung. Ja, Stop-Loss steht auf 10, Take-Profit auf 20, beides aktiviert. Das führt eben dazu, mache ich den Take-Profit mal aus, dass sobald ich eine Position aufgebe, der Stop-Loss direkt hinterher gesetzt wird. Ja? Und umgekehrt kaufen, ja, also funktioniert dann logischerweise einfach so rum, wähle die Positionsgröße aus, gehe long hier auf der linken Seite, habe ich jetzt hier auf Kaufen gedrückt, wenn ich der Meinung bin, der geht hier hoch. Und kann natürlich, auch noch ein wichtiger Punkt, den hatten wir bisher noch gar nicht, ich kann natürlich nicht nur mit einer Position verkleinern, ja, sondern ich kann es auch letzten Endes drehen. Ich bin jetzt zum Beispiel hier, ich hoffe, das gelingt jetzt auch die Schnelle, ich mache den mal kurz ein bisschen weg, nicht, dass es hier reinfällt. Also ich bin hier mit 3 Kontrakten long, ja, wenn ich jetzt aber mit 5 Kontrakten short gehe, passiert Folgendes, ich kriege natürlich eine Verrechnung, und bin dann logischerweise mit 2 Kontrakten short. Ja. Weil klar, 3 minus 5 ist 2. Und so kann ich der Position halt auch drehen. Es gibt
andere Möglichkeiten, Positionen zu drehen, aber man muss halt im Hinterkopf behalten, es ist halt immer eine Verrechnung. Ja? Egal, ob ich kaufe oder verkaufe, es wird immer alles miteinander verrechnet. So. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber wenn hier Fragen sind, bitte einfach einstreuen. Was ich ja vorhin auch noch gezeigt habe, mit Orders ganz genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier eine Order setze, ich bin jetzt hier noch mit 2 Kontrakten short, wenn ich hier eine Long Order setze mit 1, bin ich anschließend nicht long, sondern eben noch mit einem short. Und hier gilt es natürlich ganz genauso. Würde ich hier zum Beispiel eine Long Order mit 5 setzen, ja, bin aktuell mit 2 short, 2 minus 5, wäre ich nachher entsprechend, also minus 2 minus 5, wäre ich entsprechend nachher mit 3 Kontrakten long. So. Weil es, wie gesagt, verrechnet wird. Kann es aber auch anders machen. Außer also kann ich hier zum Beispiel Attribute mitgeben. Also jetzt hier, ja, da ist irgendwie egal welche Ordergröße, wähle dann jetzt hier zum Beispiel Reverse. Ja, deswegen ist das kleine Ding hier. Das heißt, egal was da jetzt drin ist, egal ob 20, 2 oder 1 Kontrakt, wenn hier Reverse ausgewählt ist, dann schließt diese Order nicht nur Gegenposition, sondern dreht mir den ganzen Trade halt um. Vielleicht kriegen wir sie hier irgendwie, vielleicht fällt der jetzt unten rein. Ich halte es zwar für keine gute Idee, das da umzudrehen, aber wie gesagt, geht ja nicht darum, hier jetzt irgendwie profitabel zu scalpen in diesem Webinar, sondern es geht um die Funktionalität, damit man das verstanden hat. Da auch nochmal zusammenfassend, ja. Einfach klick hier unten rein, setz eine Buy Limit unterhalb auf der Short-Seite natürlich Sell Stop, oberhalb Sell Limit oder Buy Stop. So, hier können wir sie alle löschen oder eben auch einzeln. Ich hoffe ja noch, dass ich den hier kriege. Und dann sehen wir vielleicht auch den mit Pullback-Effekt, den hatten wir auch im letzten Webinar schon, weil das sind ja Orders, die landen ja nicht bei Broker, sondern die existieren nur im Stereo Trader. Das heißt, der managt das ja alles. Deswegen, wenn ich hier eine Order setze, wie zum Beispiel ein Limit, erscheint die hier unten auch nicht. Hier im Terminal, wie es normalerweise der Fall wäre, kann man schon denken, kann man auch alles umstellen. Aber per Standard ist die halt eben synthetisch. Das heißt, die wird nur vom Stereo Trader gemanagt. So, dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Sprung darunter. Ich muss ja in der Voreinstellung zumindest mit dem Ask, ja, das ist ja das hier, das ist ja auch alles entsprechend dargestellt. Das heißt, ich sehe auch hier den Spread in Linien. Ich sehe ihn auch hier oben. So, jetzt bin ich mit dem Ask drunter. Und jetzt sieht man, jetzt ist das Ganze nämlich, die andere ist geschlossen worden. Und ich bin long. Aber nur, weil ich diese Reverse-Funktion anhatte. So, wie gesagt, ob das gut ist, glaube ich eher nicht. Ich fürchte, das fällt unten durch. Aber wie gesagt, ging ja auch nur darum zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wie man hier also auch eben sieht, ja, alles, was ich die ganze Zeit mache, man sieht halt sofort, so, was hier Sache ist und wie die Entwicklung halt von der ganzen Geschichte ist. Was man jetzt halt auch immer sehr schön sieht, ist, dass halt hier eine Pool-Statistik, ja, weicht jetzt zum Beispiel der Trade G&V völlig mittlerweile von dem Pool G&V ab. Das heißt, selbst wenn der hier runterfällt, macht nichts. Das könnte er bis dahin, weil inklusive aller Teilpositionen, die ich hier drin hatte, ist das mein Break-Even. Ja. Und das ist nur das, was gerade im Pool drin ist. Aber mein gesamter Trade wird eben so lange gerechnet, bis ich die letzte Position zuhabe. So, ist ein gutes Stichwort. Ich stelle hier einfach glatt. Damit ist mein Trade geschlossen und der kann jetzt an der Stelle machen, was er möchte. Okay. So, Fragen. Kommt hier irgendwie gar nichts? Also entweder erkläre ich das so gut, dass es jeder versteht, oder sind alle so überfordert oder eingeschlafen von dem schwülen Wetter. Also, wenn Fragen sind, bitte gerne einfach posten. Hier kommt schon ein bisschen Lob rein, habe ich gerade gesehen. Das freut mich natürlich, weil
klar, jeder, der halt natürlich halt jetzt nicht einfach nur rein raus und sondern halt eben mit mehreren Positionen, der ist damit natürlich halt auf jeden Fall bedient. So, da schreibt jemand, ich habe einen Fehler in der Pool beim DAX, die Kurve mir SL nicht angezeigt. Das glaube ich nicht. Ist auch jetzt gar nicht doof gemeint, sondern ganz oft habe ich das schon gesehen, dass jemand gesagt hat, ah, ich wähle hier irgendwie Stop Loss und Take Profit aus und da tut sich nichts. Doch, es tut sich immer was, wirklich. Also so einen Fehler gab es noch nicht, das wäre auch fatal. Aber der Unterschied ist, da, lieber Sascha, guck mal bitte, ob bei dir auch hier wirklich Pool steht, ja? Weil, wenn der Modus falsch eingestellt ist, wenn der auf Single Head steht, nur mal als Beispiel, und ich gebe hier eine Position rein, das sieht ja so ähnlich aus, dieses Pendel, aber habe ich schon so oft gesehen im Support die Frage, dass jemand gesagt hat, ja, ich bin ja halt hier irgendwie, habe eine Position und irgendwie, wenn ich Stop Loss ein ausschalte, passiert nichts. Natürlich passiert da nichts, sieht man ja auch, weil hier steht neue Einzelorder. Das heißt, es bezieht sich nur auf die neue Order. Und das ist aber, wie gesagt, der andere Modus, ist dieser Single-Hedge-Modus. Um dort eine bestehende Position zu verändern, muss ich auf Order bearbeiten gehen. Dort habe ich entsprechend halt die ganzen Buttons für Stop-Loss, Take-Profit, Trail und so weiter. Ja, das heißt, ich habe hier die gleiche Funktionalität, wesentlich unübersichtlicher, wie man sieht, wenn ich in diesem Single-Hedge-Modus unterwegs bin, wie ich es normalerweise im Pool habe. Aber wie gesagt, das ist so, das hat schon, habe ich schon so oft gehört im Support und das hat irgendwie Stop-Loss, Take-Profit wird nicht richtig gesetzt oder angezeigt. Das ist so nicht, ja. Sondern und es war in allen Fällen wirklich so, und ich vermute, es ist hier genauso, dass entsprechend halt das nicht, das ist einfach nur der falsche Modus war. Und hier könnte ich genauso gut, ja, jetzt hier in diesem anderen Modus, entsprechend hier meine Position bearbeiten und schließen. Ist auch immer, ja. So, ich stelle das nochmal zurück. Also, richtig eingestellt muss es sein. Stereo Future. Und dann ist entsprechend auch Pool und da komme ich entsprechend halt hier in dieses Panel. So. Moment, also der Verlust. Okay, das war die andere Frage. Verlust wird nicht angezeigt. Also das war halt, ich habe vorhin gezeigt, wenn man zum Beispiel halt eine Position auf hat. Ja. So, wird der mögliche Verlust, so werte ich das mal, dass es damit gemeint ist, dass der nicht angezeigt wird. Das wird dann angezeigt, wenn man den richtigen Broker hat. Also Tickmill ist der richtige Broker und dort stimmen auch die Daten von der Datenbank. Und nur mit diesen Daten, das ist ein bisschen kompliziert, aber man kann es, glaube ich, pauschal so sagen, die meisten Broker sind schlampig, was ihre Datenbank angeht. Die guten Broker sind da ordentlich. Und deswegen ist diese Risikoberechnung, ja, wie man es ja hier sieht, dass ich halt weiß, okay, das ist mein Risiko prozentual oder halt eben in absoluten Beträgen, das funktioniert nur bei den Partnerbrokern. Und bei den anderen ist es erstmal deaktiviert. Weil in fast allen Fällen kommt da irgendein Mumpitz raus, aber nicht das, was eigentlich rauskommen soll. Und wahrscheinlich erklärt es das halt auch. Bist du wahrscheinlich beim falschen Broker? Also, das solltest du zu Tickmill kommen und dann funktioniert es. Okay. So, dann noch ein Namensvetter und eine längere Frage formuliert der Dirk. Also, erstmal danke für das Lob. So, was mich interessieren würde, wäre DAX DAO, warum steht er heute nicht gleich für Future-Plattform entwickelt? Also, mein lieber Dirk, wir sind hier bei Tickmill. Tickmill ist ein CFD-Anbieter. Und trotzdem erwähne ich es mal kurz. Ja, es gibt auch den Stereo Trader für Futures. Und also, zumindest mal halt irgendwie auf der 2.0 funktioniert es halt auch. Und es hat jetzt vielleicht hier nur ein bisschen die falsche Webinar-Plattform. Also gibt es auf jeden Fall. Aber hier ist ja natürlich entsprechend der CFD-Handel forciert. Also du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn ich dir weiterhelfen soll.
kein Problem. Gut, so, sonst kommt hier irgendwie nichts. Ron hat gemeint Spielerei, warum auch immer, aber es ist ein Smiley dahinter, von daher, ich glaube, das war aber vorhin auch auf die Grafiken bezogen, dass man das umstellen kann. Okay. So, sonst kommt da erstmal nichts mehr. Dann würde ich sagen, das Ganze wird ja sowieso aufgezeichnet, das heißt, man kann das auch dann entsprechend im Facebook, auf der Facebook-Seite und dann auch später noch anschauen. Und es ist vielleicht natürlich immer ein bisschen viel für den Anfang, was war jetzt eine Stunde, ich glaube, das geht. Und einfach vielleicht nochmal reingucken. Und wenn da irgendwelche Fragen übrig bleiben, kann man sich natürlich gerne auch an den Support von TickMill wenden. Genau, ja, und ich habe jetzt mittlerweile auch in den Chat hier, damit das auch alle sehen können, ich habe hier unseren YouTube-Kanal reingestellt. Das heißt, falls jemand das vorherige Webinar verpasst hat, kann der dieses halt im YouTube-Kanal von TickMill finden. Oder auch das heutige Webinar, das stelle ich dann im Nachhinein dann da nochmal rein, falls sich das jemand nochmal anschauen möchte und ein bisschen mehr, wie gesagt, Details hier raus mitnehmen möchte. So. Okay, ja, dann machen wir an der Stelle noch einen Break, oder? Würde ich sagen für heute. Fantastisch. Dir ganz lieben Dank. Vielen Dank, dass du uns die Funktion heute etwas detaillierter beschrieben hast. Danke auch an alle, die bei diesem tollen Wetter mit dabei gewesen sind und auch hier wirklich dran teilgenommen haben mit Fragen. Nächste Woche geht es dann weiter. Und dann schauen wir uns ein anderes Thema an. Ihr erhält dann natürlich wieder eine E-Mail mit der Erinnerung und mit dem Thema. Und ansonsten, Dirk, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, also ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid, trotz des schönen, wobei mittlerweile ist es ja wirklich schön, mittlerweile regnet es ja hier zumindest in Köln so ein bisschen. Trotz des sommerlichen Wetters wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke auch an Elena und an TickMill hier für das Webinar. Und habe mich gefreut und freue mich auf nächste Woche, nämlich am Donnerstag nächste Woche geht es gleich weiter. Bis dahin. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.